Buonasera, buenas tardes, il yakshamlar oder einfach guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Rund ums Mittelmeer lebt und isst man bekanntlich gut. Sofort fällt einem das Stichwort Mittelmeerdiät ein. Das heisst, mehr Fisch, viel Gemüse und nicht zuletzt ein gutes Olivenöl. Auch bei uns setzt sich diese Art von Küche immer mehr durch. Und der Armin Amrain hat uns ein Beispiel mitgebracht, das zeigt, wie schnell und einfach so ein Rezept, wie man es aus den Ferien kennt, zubereitet ist. Richtig, es ist nämlich ein Lachs nach Mittelmeerart mit Tomaten, Oliven, Zitronen und feinen Kräutern. Das Lachsfilet mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft zudeckt im Kühlschrank eine halbe Stunde marinieren, wie ich es hier schon gemacht habe. Dann Knoblauchscheibli und halbierte Herdöpfel im Olivenöl 10 bis 15 Minuten vorbraten, leicht salzen und in einer Gratinform verteilen. Halbe Sherry-Tomaten, Frühlingszwiebeln und Oliven auf die Herdöpfel geben. Mit Pfeffer, Salz und italienischer Kräutermischung würzen. Jetzt den Fisch drauflegen, abgerippene Zitronenschalen drüber geben und mit Zitronensaft und einem guten Olivenöl beträufeln. Form zudeckt. Man kann für das auch eine Alufolie nehmen. Im vorgeheizten Ofen wären 15 Minuten garen. Dann abdeckt nochmal 5 bis 10 Minuten weiter garen und das Lachsgericht vor dem Servieren mit Peterli bestreuen. Und hier zur Erinnerung nochmal alle Zutaten, die wir gebraucht haben. Lachsfilet, Salz, Pfeffer und Zitronensaft, Knoblauch, Herdöpfel und Olivenöl, Sherrytomaten, Frühlingszwiebeln und Oliven, italienische Kräutermischung und Peterli. Danke, Armin. Wie man sieht, passt das Olivenöl nicht nur in die Salatsauce. Mehr dazu weiss jetzt noch Edith Koch, unsere Ernährungswissenschaftlerin. Hallo Edith. Hallo Karin. Edith, stimmt das mit dieser Mittelmeerdiät und dem Olivenöl? Beim Olivenöl ist der Anteil an einfach ungesättigten Fettsäuren recht gross. Darum kann es recht hoch erhitzt werden und der Fisch ist so knusprig geworden. Wie ist das dann aber mit dem Cholesterin? Die böse Cholesterin, sogenannten LDL, wird durch das Olivenöl nicht negativ beeinflusst. Also nicht erhöht. Andererseits, die gesundheitlich positive Cholesterin, das HDL, kann aber erhöht werden. Und ein weiterer Vorteil. Das Olivenöl neigt nicht zur Oxidation. Oxidationen schädigen z.B. Zellen im Körper, was somit negativ für unsere Gesundheit ist. Danke, Edith. In unseren Läden gibt es jetzt neues Olivenöl Extra Vergine und Extra Vergine Fruttato von Filippo Berio, dem grössten Produzent in der Toskana. Mitten in einem Naturpark, an der Grenze zwischen den Provinzen Lucca und Pisa, liegt die Fattoria Traversania, wo das Öl gepresst und abgefüllt wird. Vor kurzem sind die traditionellen Kulturen von dem Landgut durch einen zeitgemäßen Olivenhain ersetzt worden. Ein Entwässerungssystem bei Regen und eine Berieselungsanlage für die Sommermonate ermöglichen unabhängig vom Wetter jedes Jahr eine gute Ernte, ohne grossen Einsatz von Dünger und Schädlingsbekämpfung. Die breiten Reihen und der kegelförmige Schnitt der Bäume ermöglichen sämtliche Arbeitsvorgänge mit landwirtschaftlichen Maschinen. Auch ernten kann man auf diese Art viel schneller. In weniger als einer Stunde sind die Oliven zum Pressen parat. So bleibt der typische Charakter erhalten und das Resultat ist ein Olivenöl von höchster Qualität. Goldgelb mit grünen Reflex wird das Öl jetzt abgefüllt. Mild und leicht fruchtig im Geschmack und mit einem sehr tiefen Säuregehalt. Und so können Sie es bei uns jetzt kaufen. Olivenöl Filippo Berio Extra Vergine und Extra Vergine Fruttato zu einem Preis, der für diese Qualität sehr günstig ist. Qualität zum günstigen Preis gibt es auch bei den Aktionsangeboten dieser Woche. Tarocco Orange aus Sizilien im Netz kostet 3,20 €. Und zwei Sorten Frühsteigwaren von Coop Naturaplan kommen Sie 80 Rappen günstiger rüber. Mit der Coop Profit-Karte gibt es als ersten Frühlingsgruß einen Strauß Tulpen für 4,50 €. Sie wissen ja, Coop Profit Plus vorzeigen, sofort profitieren. Das war es für heute. Danke fürs Zuschauen und noch einen schönen Abend.